Ja, hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Goodbye Matrix. Ich bin gerade auf den Philippinen unterwegs, wie du siehst. Ich chill ein bisschen in der Hängematte und das ist mein Ausblick. Ja, ist auf Palawan. Wo genau, das verrate ich natürlich nicht. Ist wie so ein kleiner Privatstand hier. Bin ganz alleine. Und heute möchte ich mit dir über ein ganz spannendes Thema sprechen. Und zwar Paraguay. Warum es interessant ist, dort einen Wohnsitz zu nehmen in diesem Land. Und auch für Leute, die noch Deutschland, Österreich, Schweiz leben. Aber auch für Leute, die so wie ich Perpetual Traveler sind, die durch die Welt reisen, die einfach ein bisschen mehr Sicherheit haben wollen, die ja einen Wohnsitz im System haben wollen. Für die ist es halt hochspannend. Paraguay. Das sagt die meisten vielleicht gar nichts und vielleicht dir auch gar nichts. Das ist ein Land in Südamerika. Das ist ein Binnenstaat. Also das heißt, es ist, hat keinen Anschluss zum Meer. Und ja, ist aber trotzdem ein Land, was sehr aufstrebend ist, was eines der sichersten Länder ist in Südamerika und eine Destination von sehr, sehr vielen Deutschen auch. Gerade auch nach dem Zweiten Weltkrieg sind sehr, sehr viele Leute dahin geflüchtet. Weil Paraguay ist eines der wenigen Länder der Welt, welches zum Beispiel kein Ausfuhrabkommen hat. Das heißt, wenn man straffällig ist, dann liefern die meisten Länder einen ja aus. In Paraguay ist es so, dass man eben nicht ausgeliefert wird und dass man dort, ja, so gesehen, im Exil leben könnte oder wie auch immer, wie man es nennen will. Und das haben natürlich sehr, sehr viele Leute nach dem Zweiten Weltkrieg auch gemacht. Und bis heute gibt es kein Auslieferungsabkommen. Und ja, dieses Land ist, klar, ich möchte natürlich keine Leute animieren, irgendwie was Illegales zu machen. Darum geht es nicht bei uns. Es geht ja darum, legal mehr Freiheit in sein Leben zu ziehen und ja, auch vielleicht steueroptimiert zu leben. Und Paraguay ist dafür ein sehr, sehr spannendes Land. Es ist nämlich so in Paraguay, dass es Territorialbesteuerung gibt. Das bedeutet, dass nur Inlandseinkommen in Paraguay versteuert werden muss. Alles, was ich außerhalb von Paraguay verdiene, ist steuerfrei, wenn man es richtig gestaltet. Ja. Muss man natürlich schauen, und wie man das richtig gestaltet, dass es auch passt. Aber generell ist so diese Grundregel Territorialbesteuerung, Inlandseinkommen wird versteuert. Also das, was ich in Paraguay verdiene, zum Beispiel mit einer Immobilie oder mit Landwirtschaftsinvestments, das ist halt Inlandseinkommen, das muss da versteuert werden mit 10%. Das heißt, die haben da so eine Flatrate-Steuer, 10% auf alles. Ja, wenn man über einen Freibetrag ist, und da muss man dann auch schauen, lokal, wie es ganz genau aussieht, aber generell 10%, was natürlich auch extrem niedrig ist. Und alles, was im Ausland verdient wird, ist halt einfach steuerfrei. Ja, das heißt, wenn man jetzt so Perpetual Traveler ist, so wie ich, und permanent durch die Welt reist und man eigentlich keinen Wohnsitz hat oder man einfach eine Lösung sucht, wo man Wohnsitz anmelden kann, dann ist Paraguay halt ein Land neben Panama. Natürlich noch ein paar anderen Ländern, die hochspannend sind, aber Paraguay deswegen, weil man sich nie wirklich dort aufhalten muss. Und das macht es halt auch dann deswegen interessant für Leute, die noch in Österreich, Deutschland, Schweiz leben, weil du halt nie nach Paraguay gehen musst, alle 10 Jahre einmal, um diese Cedula, diesen Ausweis zu verlängern, weil er dann abläuft. Aber du bekommst heute noch, wenn man das nach dem aktuellen Recht macht noch, es soll natürlich verändert werden in Zukunft, man weiß nicht, wie lange das noch so bleiben wird. Aber aktuell ist es so, dass man ja eine permanente also eine lebenslange Aufenthaltsgenehmigung bekommt. Das heißt, man darf dann sein Leben lang dort legal leben in Paraguay, wohnen, investieren, ja, alles Mögliche. Man ist dann halt wirklich, hat seinen vollen Wohnsitz da, sein Aufenthaltsrecht. Und das kann dann nicht mehr entzogen werden. Das macht das halt so spannend. Man hat keine Substanzanforderungen in diesem Land. Das heißt, ich kann einfach in Paraguay das machen, ohne dass ich eine Wohnung mieten muss, ohne dass ich in die Sozialversicherung einzahlen muss und so weiter und so fort. Also das heißt, ich mache das und habe eigentlich gar keine Verpflichtungen in dem Land, was natürlich super spannend ist, super geil ist. Und genauso hat man es auch in Panama. In Panama ist es aber so, dass man alle 2 Jahre zurückkehren muss. Das heißt, das macht das alles ein bisschen stressiger. Paraguay, wie gesagt, alle 10 Jahre. Das heißt, ich kann rein theoretisch in Deutschland, Österreich, Schweiz leben und komme alle 10 Jahre einmal kurz nach Paraguay. Wobei man halt die Leute, die öfters in Paraguay gewesen sind oder die schon mal immer da waren, ja, die werden immer wieder zurückkehren, so wie ich das gehört habe, weil das halt ein super geiles Land auch ist. Aber selbst wenn man gesagt, ich habe gar keinen Bock, dann kann man halt alle 10 Jahre zurückkehren, um diesen Ausweis zu erneuern. Und ja, damit hat sich's dann, ja. Aber man hat einen Plan B-Wohnsitz, ja. Also das heißt, ich lebe, habe vielleicht meinen Hauptwohnsitz in Deutschland, habe aber meinen Plan B-Wohnsitz in Paraguay. Und es sind auch so Gerüchte da, dass halt auch ganz ranghohe Politiker dort auch ihren Wohnsitz haben und eine Finca besitzen und so weiter und so fort. Ich will jetzt keine Namen nennen, dass die da auch hin schön flüchten können, wenn Land unter ist in Europa.
Aber dafür ist es halt interessant, ja. Wenn ich irgendwann mal keinen Bock mehr habe, zum Beispiel auf Europa, und sage, jetzt geht's hier wirklich, also ist es mir das mit den Sozialisten und mit den ganzen Regularien echt zu viel, jetzt will ich echt mal langsam abhauen. Oder es wird bremslich, irgendwas passiert, irgendein Krieg bricht aus, Bürgerkrieg oder was weiß ich. Dann ist es natürlich super, irgendein Aufenthaltsrecht zu haben weltweit, was dann nicht entzogen werden kann und dass man schnell flüchten kann in dieses Land. Währenddessen dann die normale Bevölkerung darunter leidet, weil sie nicht wegkommt, ja. Dafür ist es halt interessant. Oder wenn ich einfach sage, okay, es ist alles noch okay, aber ich möchte einfach jetzt mich abmelden, will einfach weg und dann hat man halt schon mal was, ja. Genau. Und für alle Leute, die halt einfach so wie ich Perpetual Traveler sind, die noch einen Wohnsitz suchen, für die ist es halt super spannend, ja. Es ist einer der Wohnsitze, wie gesagt, wo du keine Substanzanforderungen hast. Du kannst aber trotzdem eine Steuernummer bekommen, du kannst auch trotzdem Substanz natürlich erzeugen, du kannst auch Verbrauchsrechnungen generieren und so, um im System compliant zu bleiben. Und es ist halt super günstig, es ist eines der günstigsten Wohnsitze überhaupt, die man machen kann. Es kostet circa, ja, unser Anwalt, der das macht, 1500 Euro. Und da muss man noch eine Summe hinterlegen bei der Nationalbank in Paraguay als Sicherheit. Das sind so zwischen 4.000 bis 5.000 Euro, je nachdem wie der Wechselkurs ist, also jetzt aktuell. Und ja, muss natürlich ein paar Dokumente mitbringen, Geburtsurkunde, sein Reisepass, Heiratsurkunde, wenn man geheiratet hat, muss Fingerabdrücke vor Ort geben, Führungszeugnis, halt so ein Zeug, was halt auch in vielen anderen Ländern der Fall ist, wenn ich dann einen Wohnsitz nehme. Und ja, dann kann ich einfach dort den Wohnsitz nehmen. Klar, was genau dafür benötigt wird, das verraten wir dir natürlich, wenn das interessant für dich ist, dann setzt man dich in Kontakt mit unserem Anwalt, der macht das dann alles. Und dann zahlt man dem halt 1500 Euro, ja, und gerade dann da in den Wohnsitz letztendlich. Und das ist natürlich ein No-Brainer für mich. Für mich ist es echt ein No-Brainer, einfach als Plan B-Wohnsitz, Notfall-Wohnsitz oder halt, wenn man Perpetual Traveler ist, man hat nichts, aber man möchte irgendwas haben im System, dann ist es echt super. Dann ist es richtig genial, diesen Wohnsitz zu haben, weil es hat, ja, keine Verpflichtungen damit einhergehen. Ja, ich muss keine Steuern zahlen, wenn ich es richtig mache. Ich muss keine Sozialversicherung zahlen. Ich muss auch keine Wohnung mieten, so wie in Zypern zum Beispiel oder in anderen europäischen Ländern, wo ich dann Substanz auch wirklich erzeugen muss, wo ich eine Verbrauchsrechnung brauche, wo ich einen Mietvertrag brauche und so weiter und so fort. Das habe ich in Paraguay alles nicht. Habe aber mein lebenslanges Aufenthaltsrecht, kriege meinen Ausweis und wenn ich es richtig mache, kann ich da auch über Substanz erzeugen, kann compliant bleiben im System. Und kann mir auch ein legal steuerfreies Leben vielleicht oder ein steueroptimiertes Leben ermöglichen. Ja, das sind so Sachen, wo ich sage, Paraguay ist hochspannend. Und deswegen gehen wir jetzt auch im März dorthin, März 2019. Und da sind wir auch noch ein paar Plätze frei, falls es interessant für dich ist, kannst du mitkommen. Es ist eine Investorenreise, weil Paraguay nicht nur für den Wohnsitz interessant ist, sondern auch für Investments. Und ja, genau, in diesem Sinne, ich werde dir nochmal weitere Links unter dem Video packen, falls du dabei sein willst, falls das jetzt schon nach dem März sein sollte, das Video, wenn du es anschaust. Mal schauen, unsere Webseite, ob wir vielleicht dann nochmal sowas anbieten. Aber ja, wir machen das auch, wir holen uns da auch noch den Wohnsitz zusätzlich, dann haben wir auch mehrere Wohnsitze auf der Welt verteilt. Und ich denke, Paraguay ist für mich ein No-Brainer-Wohnsitz, sollte man unbedingt machen, solange es noch möglich ist, permanentes Aufenthaltsrecht zu bekommen. 1500 Euro ist echt ein Witz, also in Panama zum Beispiel im Vergleich kostet es 5000 Euro. Und wenn man Panama-Wohnsitz hat, hat man sehr viele Probleme meistens, weil es halt Panama Papers und negativ in Erscheinung getreten ist in der letzten Zeit. Dann machen einen Bankkonten, werden einen dicht gemacht oder es ist schwieriger gemacht, einen Bankkonten zu eröffnen. Von daher ist ein Paraguay-Wohnsitz, wenn man jetzt so PT ist, wesentlich besser und auch günstiger, schneller zu realisieren und fast genauso schnell zu realisieren, aber das ist jetzt nicht ein Vorteil, aber es ist halt einfach günstiger und sehr, sehr einfach, ja, und ohne Substanz. Genau, ich werde auch nochmal demnächst ein anderes Video machen zum Thema Panama-Wohnsitz und andere Sachen. Ja, und hier auch Philippinen ist auch natürlich interessant, einen Wohnsitz zu haben. Du kannst hier 3 Jahre als Dauertourist leben, ja, so wie ich. Und Kokosnüsse schlürfen, ich weiß nicht, ob du die gerade siehst. Am Strand hier rumchillen, dein Privatstrand, ja, wo du quasi alleine bist. Kannst ein schönes Leben haben, ja, genau. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.